Herr Mayer, seit einigen Tagen sorgen Aktivisten für große Aufmerksamkeit, indem sie sich an Autobahnausfahrten hinsetzen und Autofahrer blockieren, sich sogar festkleben. Sie nennen sich die letzte Generation. Was halten Sie davon? Naja, letzte Generation kann man sagen, das stimmt ja sogar. Die Jugend ist immer die letzte Generation, die ins Leben, ins Wirkliche eintritt. Haben Sie denn Verständnis für die Forderungen dieser Menschen? Die sind ja der Meinung, sie seien die letzte Generation, die die Klimakatastrophe noch verhindern kann. Deswegen greifen sie zu solchen radikalen Mitteln. Ja, sie gehen ja sogar davon aus, dass sie die Welt retten. Ja, auch das stimmt natürlich. Die Jugend rettet die Welt, indem sie dann noch lebt, wenn ich nicht mehr lebe. Und dann kommt die nächste Jugend, die rettet die Welt auch wieder ganz konkret. Denn wenn es keine letzte Generation gibt, die kommt, gibt es die Welt nicht mehr. Also stimmt sowohl die letzte Generation wie die Weltrettung. Daraus eine politische Aktivität, einen Aktivismus abzuleiten, ist dann allerdings irgendwie eine Kinderei. Aber auch das gehört zu dieser letzten Generation, die die Welt rettet. Es beginnt immer kindisch. Das war schon, also meine Generation, die 68er, das war ja auch im Rückblick einigermaßen kindisch. Hatte ein paar positive Wirkungen, indem, sagen wir, die Gesellschaft etwas freier, offener wurde, nicht? Und auch da sind gewisse positive Wirkungen, Friday for Future, das ist ja auch eine Kinderbewegung, ein Kinderkreuzzug, und jetzt die, das ist eine Kinderbewegung. Und hat aber auch eine positive Wirkung, indem es aufmerksam macht auf die klimatische Problematik, in die sich die Zivilisation hineinbewegt oder schon drin ist. Gleichzeitig sieht man auf Videos von diesen Aktionen immer wieder diesen Konflikt von ganz normalen Bürgern, Arbeitern, die zur Arbeit müssen, die da durch wollen und diese Klimaaktivisten, die einfach sitzen bleiben. Ist das am Ende nicht kontraproduktiv, was diese Kinder oder Jugendlichen tun? Ja, es ist vor allem das Abbild unserer Gesellschaft. Diese jungen Menschen kommen aus einem wohlsortierten Haushalten, auf wohlbestallten Haushalten, aus in der Regel akademischen Haushalten, und sie kommen auch, sind entweder Abiturienten, Gymnasiasten oder schon Studenten, Studentinnen. Die haben gar nichts zu tun mit der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sind die, die sie auf der Autobahn behindern. Das sind nämlich die, die zur Arbeit gehen müssen. Das sind Leute, die haben nicht die Zeit, um sich festzukleben auf der Autobahn. Das sind auch Leute, die nicht die Welt retten müssen, sondern das sind Leute, die dafür kämpfen, ihre Familien durchzubringen. Denn auch das ist in einfachen Verhältnissen noch nicht einfach. Und das ist die Wirklichkeit. Aber damit hat diese, wie soll ich dem sagen, diese Schicht, die das große Wort führt in der Schweiz, in Deutschland, insbesondere in Deutschland, aber auch in der Schweiz, auch in Frankreich, die man sagt dann, den Diskurs bestimmt. Nicht? Der Begriff ist ja schon so gewählt, dass kein normaler Mensch weiß, was der Diskurs ist. Es ist schlicht die Diskussion über die Gesellschaft. Das bestimmen die. Und die anderen arbeiten. Und das stimmt nicht mehr. Das stimmt nicht mehr. Wenn ich denke, im Deutschen Bundestag, in der Schweiz kann ich es nicht genau sagen, im Deutschen Bundestag gibt es einen Handwerker. Man muss sich das mal vorstellen. Einer, der von Beruf Handwerker ist. Wahrscheinlich gibt es Juristen wie Konfetti. Diese Akademisierung, das ist ein wirklich großes Problem. Und diese Jugend gehört dazu. Und darum schwingt sie das große Wort und ist anmaßend. Sehen Sie, ich will noch was dazu sagen. Ich habe ja auch in einem Video kürzlich das Wort ergriffen für Demonstrationen, für die Demos. Das tue ich auch jetzt. Aber nicht, wenn andere Menschen in ihrer Freiheit beschränkt werden. Ich will nicht in meiner Freiheit
auf der Autobahn zu fahren oder eine Ausfahrt zu benutzen, von solchen Leuten behindert werden, stundenlang. Das will ich nicht. Sie nehmen sich die Freiheit, meine Freiheit einzuschränken. Das geht für mich nicht. Wenn eine Demo ist, um die ich herumgehen kann, die ich zur Kenntnis nehme, vielleicht lese ich die Transparente, die ist vielleicht auch ein bisschen wild, aber sie ist nicht wirklich behindernd. Wenn nicht das Behindern der anderen quasi das Ziel ist, dann ist das in Ordnung. Dann ist das in Ordnung. Auch wenn es gegen meine Interessen wäre oder gegen meine Überzeugungen, ist es absolut in Ordnung. Aber diese Anmaßung, wir setzen uns da mal hin und die sollen warten, das geht nicht. Herr Mayer, wir setzen das fort.